Sehe ich das richtig? Du bist nicht mehr ganz so blond wie das letzte Mal. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt ein bisschen natürlicher geworden. Ist das deine natürliche Haarfarbe? Nein, ist ein bisschen noch gesträhnt. Also sonst bin ich Straßenköterblond. Wirklich? Ja. Ja? Und das, dieses, also langweilig. Ja, aber dieses schöne Blond, was du letztes Mal, ich finde ja, dir steht es gut. So wie dieses, du letztes Mal warst. Das willst du nicht mehr haben? Nee. Warum nicht? Das ist mir zu blond. Wirklich? Leidet man darunter? Werden immer noch diese Witze gemacht? Nee, die Witze finde ich gut. Die erzähle ich sogar selber. Aber ich wollte ein bisschen dunkler werden. Ein bisschen dunkler? Ja. Aber nicht zu dunkel, nur gesträhnt. Also die letzten zwei Filme, die ich gemacht habe, da war ich sehr dunkel. Ja. Zwischendurch ein bisschen grün. Weil auch? Das Färben ging irgendwie nicht ganz so richtig. Und dann hatte ich grüne Spitzen, das war sehr interessant. Grüne Spitzen? Ja, sieht richtig scheiße aus. Also du hast braune Haare und hier unten ist es dann grün. Also wie eine Alge. Was war das für ein Film? Schwarze McMurphy. Lief der schon? Nein, der kommt erst im April oder Mai. Wie ist das eigentlich, wenn man so viele Filme dreht? Kann man die noch unterscheiden? Oder, ich bin schon ein bisschen schizophren. Nein. Aber sonst ist alles okay. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich meine, ist das so, dass man die Filme parallel dreht? Oder dreht man erst einen ab und dann geht es mit dem anderen weiter? Oder hetzt man sozusagen aus einer Szene raus in den anderen Film? Nicht ganz. Also bei mir ist es immer so, das erste halbe Jahr habe ich frei. Ja. Und dann im Sommer fängt es an, hintereinander wegzudrehen. Ja. Und letztes Jahr war es auch so, ich habe also 3 Tage im Kinofilm gedreht. Ja. Dann habe ich in Berlin gedreht, dann hat sich mein Partner ein Band angerissen. Wer war der Partner? Tyron Ricketts. Das war für Schwarze McMurphy. Ach so, ja. Aha. Und dann bin ich nach... Entschuldige. Keine böse Absicht. Nein, er ist nicht so bekannt in Deutschland, ja, oder? Ja, ich weiß. Oder ist doch, er bekannt, kennst du ihn? Oder? Ja, Tyron Ricketts, das Publikum hat ihn gekannt. Aber okay, es ist wahrscheinlich... Oder auch nicht. Schwarze McMurphy. Und das war eine an Bänder ist. Da musste der Film abgebrochen werden. Genau, für 5 Wochen. Und dann war ich in Afrika in der Zeit und habe da gedreht. Wo in Afrika? In Kapstadt. Ist das schön? Ich weiß nicht. Also am Anfang hat es mich sehr schockiert mit der Apartheid. Also die schwarzen ist das immer noch Jungs. So? Ja, auf jeden Fall. Die schwarzen Jungs liegen auf der Straße und schlafen da einfach und du läufst da rum. Natürlich auch Mädchen. Und ich finde es schon hart. Ich dachte, das gäbe es gar nicht mehr. Doch, ja. Natürlich. Und hast du auch was von drumherum gesehen? Soll es schön sein mit Tieren und so? Mit Tieren? Ja. Ja, ich habe Nashorn gesehen. Ich habe keine Safari gemacht, aber ich habe auch Pinguine gesehen. Die waren wunderschön. In Kapstadt gibt es Pinguine? Ja. Ich dachte, die gibt es erst viel weiter südlich. Nee, die sind da unten so am Strand und die sind so herrlich. Die sind so süß. Und die laufen da frei rum? Ja, ich habe sogar mit denen, also war ich ein bisschen schwimmen. Wie, die sind so zahm? Ja. Sie lachen ihn jetzt. Ja, weil ich so schön gesagt habe, ich habe sogar mit denen, die waren schwimmen. Ein bisschen schwimmen. Ja. Nein, die sind, also es ist eben so eine Bucht, da sind die drin. Ja. Und ich bin ins Wasser gegangen, es war scheißkalt. Und dann bist du im Wasser und dann kommen die angeschwommen. Und ich hatte auch Angst. Aber wirklich wahr? Aber sind keine Raubtiere oder gibt es so Killerpinguine, von denen man noch nicht weiß? Also mir kamen die vor wie Killerpinguine, weil die schnappen so nach dir. Was fressen eigentlich Pinguine, weißt du das? Fische. Achso, natürlich, ja. Algen. Ich dachte gerade, sie kommen an Land, um Fleisch zu fressen, aber das machen die eigentlich nicht. Ja, und sehen die süß aus oder eher bedrohlich so aus? Eigentlich sind noch Pinguine Nein, immer... Pinguine sind super süß, wenn die dann so rumwatscheln. Die sind schon fantastisch. Aber ich lag eben da und wollte ein bisschen braun werden. Und dann kam der an und fand mein Handtuch so interessant. Ja. Und wollte es immer wegziehen. Aha. Also ich habe natürlich nicht dolle Angst gehabt, weil die waren ja nur so groß. Aber trotzdem, das ist ein wildes Tier. Wie, ein Pinguin ist nur so groß? Ja, es waren keine Königspinguine, weil die sind so groß. Ja, auch nicht größer. Na doch, natürlich so und so ein Unterschied. Ja gut, aber ich hatte Pinguine wirklich auf mich riesig, dass sie so groß sind. Also für dich wirken Pinguine riesig. Nein, wenn man die immer so sieht. Ja, in der Natur. Also. Ich habe mal mit einem also geschwommen. Und okay. In der Natur. So Naturfilme sehe ich häufig. Also ich habe den Eindruck, so ein Pinguin ist 1,70 Meter. Also völliger Quatsch wahrscheinlich, Ich glaube, die größten sind 1,20. Wie lange hast du denn da gedreht in Südafrika? 4 Wochen und eine Woche habe ich noch angehangen. Privat. Mhm. Und dann kann man da Urlaub machen oder ist das Team nervös, dass man sich verletzt oder Unfälle bauen, die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden? Sie sind schon nervös, also sie lassen sich abends nicht weggehen. Also das durfte ich nicht. Auch wenn ich am nächsten Tag frei hatte, ich durfte nicht mal irgendwie ein bisschen das Nachtleben von Kapstadt erkunden. Ja. Dann hieß es immer, nein Alex, viel zu gefährlich, du bist blond, das geht nicht, bleib schön zu Hause. Da sitzt man da, wo sitzt man, im Hotel, im Wohnwagen? Ja, dann hast du im Wohnwagen. Ja, also, in so einem Trawler oder Trailer schon, oder wie heißen die? Ich darf im Hotel schlafen, wenn ich nicht drehe. Da muss ich nicht im Wohnwagen bleiben. Also ich hatte so ein kleines Apartment mit Gitter vor den Fenstern und vor der Tür. Warum? Wegen Moskitos? Damit wegen... ich nicht gehe. Nein, es war irgendwie, es ist Erdgeschoss gewesen. Ja. Und die haben, weiß ich nicht, anscheinend wird man ausgeraubt, keine Ahnung. Also mir ist nichts passiert. Die ganze Zeit nicht. Das klingt ja, aber viele fahren doch, also viele verbringen doch Flitterwochen oder sowas in Südafrika. Also vielleicht ist es auch eine Übervorsicht von so einem Team, oder? Ist es wirklich so gefährlich?
Also, weiß ich nicht, mir ist nichts passiert. Ja, aber wahrscheinlich präventiv, dass man sagt, hinterher macht man sich Vorwürfe. Hattest du so einen Aufpasser vor der Tür stehen? Zwei. Nein, ich hatte ja meine Gitterstäbe. Ach, das waren Stäbe? Das waren wirklich Stäbe? Das waren nicht so Moskitonetze? Nein, es waren richtige Stäbe. Auch vor der Tür? Ja. An der Tür dran? Nein, vor der Tür und dann hatte ich nochmal eine Glastür. Und die Stäbe, die muss man auch wegmachen, wenn man in die Tür reingeht, oder? Sinnig, ja. Ja, weil ich hätte gedacht, die sind auf der Tür drauf montiert und du machst die Tür mit den Stäben auf. Du brauchst zwei Schlüssel. Einmal für die Tür, für die Gitterstäbe und dann für die Glastür. Mein Gott. Mhm. Muss man immer zwei Schlüssel einstecken, wenn man aus dem Haus geht. Ja. Was war das für ein Film? Ja, das ist ja, hast du mal die Schlüssel? Ja, die für die Tür, die für die Stäbe sind weg. Ja. Was war das Film, den du mit Moritz Bleibtreu gedreht hast? Der heißt Lambok. Das ist ein Kinofilm, den habe ich hier in Köln gedreht und ist... Ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll. Ich sage, es ist eine Kifferkomödie. Darf ich nicht? Entschuldigung, aber für mich ist es eine Kifferkomödie. Da wird sehr, sehr viel gekifft in diesem Film. Ist das nicht jeder deutsche Film? Fast jeder. Ja, also aber schon Komödie, lustig. Ja, sehr lustig. Spielst du die Frau von Moritz Bleibtreu? Oder nein, spielst du? Von seinem Partner. Wer ist das? Lukas. Lukas, ich kann deinen Nachnamen nicht sprechen. Es tut mir tierisch leid. Wie heißt was ist das? Sind das denn für Partner? Na Lukas? Ja, also, Lukas. Grushenko? Nein. Also. Brzezinski? Machen wir weiter. Brzezanowski? Nee, den kennt man nicht so. Den kennt man nicht so? Noch nicht. Er kommt aus Deutschland? Nee. Russe? Mm-mm. Jetzt Thema wechseln, es wird so unangenehm. Aus Polen? Ich glaube. Oder aus Tschechien? Nein, aus Polen. Aus Slowakei oder Slowenien? Jetzt haben wir alles so, jetzt hör auf. Aus dem Kosovo? Hat einen Pass? Also bist aber, es freut mich, dass du da so gut Fuß gefasst hast mit den Filmen, weil viele steigen aus solchen Serien aus und danach wird es trister und so. Bei dir ist es ja nicht der Fall. Jetzt machst du aber richtig privaten Urlaub ohne Filme, ja? Wo? Ja, in Thailand, also Asien. Das heißt, ich habe heute gelesen, Leute mit deutschem Butterbrot werden nicht mehr in Thailand reingelassen. Nehme ich auch nicht mit. Ja, wegen Maul- und Klauenseuche. Man glaubt, in Thailand, die Butterbrote wären das Gefährliche. Ach so. Ja. Das heißt, du fliegst also mit einem Jumbo voll deutscher Männer dort runter. Und Frauen. Und Frauen. Ja. Du fährst mit Freundinnen weg? Ja, mit drei Stück. Also sagen wir es so, zwei kenne ich davon nicht, ich kenne nur eine. Aber wir sind unten zu viert mit dem Rucksack und dann schauen wir uns alles so ein bisschen an. Ihr trefft euch dort? Ja. Und die zwei anderen kennst du nicht? Nee. Ist da nicht Stress vorprogrammiert? Nein, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich vorher noch nicht kennt. Doch, ich glaube, das ist ganz gut. Genau wie im Big Brother Haus. Die ersten vier Wochen ist alles okay und dann streiten sie sich. Das stimmt. Und dann fahre ich nach Hause. Vier Frauen und mit dem Rucksack. Geht ihr das auch durch den Dschungel und so? Oder was wollt ihr da machen? Naja, sagen wir es so. Also ich nehme zwar einen Rucksack mit, damit es bequemer ist mit dem Tragen, aber zurück werde ich bestimmt mit einer Tasche, einem Rucksack und noch einer Tasche nach Hause fliegen. Einkaufen natürlich. Aber ich werde schon im Hotel unter einem Bungalow sein. Ich drücke euch die Daumen, seid vorsichtig. Vier attraktive junge Frauen allein. Es sind ja wahrscheinlich überwiegend Deutsche, die euch dort unten dann, wenn überhaupt, das belästigen. Glaub ich auch. Das heißt, man kann zu mir sagen, nimm die Toten weg. Und lass uns nicht so lange warten, bis zu deinem nächsten Besuch. Du warst fast ein Jahr nicht hier. Ja, stimmt. Ja? Okay. Aber du arbeitest so viel. Schon dich ein bisschen. Danke, mach ich. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Ja, also, viel Spaß.